Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um die Glossy Box im Juni. Ich habe sie heute gerade bekommen und es tut mir wieder leid. Ich musste sie schon wieder sofort auspacken. Ich kann es einfach nicht. Ich glaube, ich werde niemals ein Unboxing-Video hochladen können, weil ich einfach viel zu aufgeregt bin und sofort das Paket aufmache und sehen will, was drin ist. Genau. Deswegen habe ich sie schon aufgemacht. Und so sieht sie diesmal aus, finde ich eigentlich ganz cool. Die ist so ein bisschen, diesen Monat so ein bisschen ans Meer angehaucht. Deswegen hat sie auch so eine Sandfarbe, also wie, Meeressand halt. So. Und ich glaube, ich bin so die Erste, die mal wieder ein Glossybox-Video hochlädt. Finde ich immer ganz cool. Letzten Monat, wenn dann alle schon die Glossybox-Videos gemacht haben und man dann später dran ist, dann ist es einfach nur noch doof, weil es einfach keinen mehr interessiert, weil man die Glossy Box natürlich schon oft gesehen hat. Genau. Da habe ich jetzt einmal das Glossy Mac wieder drin. Oh, dieses Magazin halt einfach, wo eben so ein paar Sachen eben beschrieben sind und alles Mögliche, genau. Dann hatte ich wieder drin einen Gutschein oder so ein Kärtchen. Keine Ahnung. Gucke ich mir dann immer später erst an. Und dann natürlich da, wo die Produkte wieder draufstehen, sind jetzt auch in Blau, so wie das Meer eben. Und auch das Papier ist blau. Und auch dieses Innenfutter, was üblicherweise schwarz ist, ist auch blau. Fand ich eigentlich ganz cool. Ist mal wieder eine Abwechslung und hebt sich auch ein bisschen von den anderen Glossyboxen ab. Finde ich eigentlich echt ganz cool. So, dann kommen wir jetzt mal wieder zu den Produkten. Da gehe ich jetzt einfach mal der Reihe nach. Ich bin eigentlich, so im Voraus, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Glossy Box, aber ich muss sagen, für 15 Euro, ist es mir einfach zu wenig. Deswegen, ich gucke mir die nächste noch an und jetzt ist ja auch eine neue Glossy Box rausgekommen, die Young Beauty. Die habe ich auch mir jetzt erstmal bestellt, um mal zu gucken, was da denn so drin ist. Und dann werde ich mich für eine von den beiden auf jeden Fall entscheiden. Die Young Beauty kostet halt nur 10 Euro, genau. So, ich fange jetzt mal mit der Nummer 1 an. Das ist von Alessandro, ein Nagellack. Der sieht so aus. Ich finde die Farbe echt richtig, richtig schön. Also da haben sie meinen Geschmack wirklich getroffen. Und darüber habe ich mich auch gefreut. Da sind 5 Milliliter drin und der Original Nagellack hätte 10 Milliliter und würde auch 10 Euro kosten. Also ist da auf jeden Fall schon mal 5 Euro wert. Und die Farbe gefällt mir wirklich gut. Die Farbe nennt sich Peachy Cinderella. Genau. Also finde ich wirklich schöner. Ist auch so ein bisschen pastellig. Ist halt auch total in. Genau. Das zweite wäre dann ein Shampoo. Ich freue mich ja immer eigentlich über Shampoos. Deswegen freue ich mich auch auf dieses Shampoo hier. Das ist Crazy Curl Shampoo nennt sich das von Gecko. Oder wie heißt die Marke? Da seht ihr es, wie sie geschrieben wird. Genau, das hat jetzt 75 Milliliter das Shampoo und 300 Milliliter würden 12,60 Euro kosten. Ich finde auf jeden Fall das Design eigentlich ganz cool. Dann riecht das Shampoo eigentlich noch ganz gut und dieses Rot gefällt mir auch total. Genau, und es soll eben, ist eben für lockiges Haar, habe ich ja auch, und es soll eben die Locken so ein bisschen definieren einfach. Werde ich auf jeden Fall testen und habe ich mich eigentlich auch ganz drüber gefreut. Dann war drin eine SOS-Feile, Nagel abgebrochen oder eingerissen. Die SOS-Feile ist ein idealer Begleiter in der Handtasche für jederzeit gepflegte Nägel. Das ist ein Originalprodukt und kostet 2 Euro. Genau. Also sowas muss einfach bei mir nicht drin sein. In der Glossy Box für 2 Euro irgendwelche Dinge. Habe ich mich gefreut, weil ich habe noch keine Nagelfeile für die Handtasche. Passt eigentlich, ja. Genau, aber andere, die eben schon Nagelfeilen haben, werden sich da auf jeden Fall wieder aufregen. Viertens ist von Kriolan ein Produkt. Da habe ich mich auch gefreut, weil das ist das erste Kriolan-Produkt, das ich jetzt habe. Und zwar nennt sich das Satin Powder in der Farbe Gold. Das ist ein Sparkling Eye Dust. Das ist also wie so ein Pigment in Gold. Und tut mir leid wegen diesen Geräuschen, die machen da draußen den Zaun neu. Und das ist dann eben so ein, ja, wie gesagt, wie so ein Pigment und ist eben so Gold. Ich versuche das jetzt mal irgendwie zu swatchen. Ja. Hier.
Das war natürlich völliges Fail. So. Hier bin ich eigentlich auch ganz, ganz schön. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil ich habe eigentlich schon genug goldene Sachen. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Aber ich habe mich auf jeden Fall wieder über eine dekorative Kosmetik gefreut. Und ja, fand es eigentlich auch ganz gut. Es tut mir so leid wegen den Geräuschen draußen. So, dann kommt das letzte Produkt und das ist ein Tiroler Nussöl. Das ist so ein Sonnenöl. Und zwar sind da drin 30 Milliliter. Das Originalprodukt würde 150 Milliliter und würde 17,90 Euro kosten, genau. Ich finde jetzt eigentlich, außer das Kryolan-Produkt ist auch das Originalprodukt. Also Originalprodukte habe ich jetzt zwei Stück drin. Bin ich jetzt eigentlich nicht so begeistert. Also das Kryolan finde ich schon ganz gut, aber die Nagelfeile, naja. Und das Nussöl ist eben seit 100 Jahren, keine Ahnung, für den ganzen Körper, welches einen seidigen Schimmer verleiht und vor lichtbedingter Hautalterung schützt. Ja, werde ich auf jeden Fall testen. Ich kann mal dran riechen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Stinkt bestimmt. Ja, riecht wie Öl. Ja, riecht gar nicht so penetrant, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich kann ja mal probieren, ob das irgendwie wirklich so einen Glanz macht. Also ist auf jeden Fall so bräunlich. So. Klingt ja ganz gut. Ja, macht auf jeden Fall so einen, einfach so diesen Ölglanz halt. Oh, riecht sehr parfümiert. Oh, nee. Also es stinkt abgöttisch. Also auf den ganzen Körper würde ich mir das auf gar keinen Fall schmieren. Also da riecht ihr wirklich, oh, nee, der Geruch geht jetzt mal gar nicht. Also muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber ich denke mal so für die Beine oder so, weil meine Beine immer nie braun werden, denke mal, ist das eigentlich ganz gut. Das war jetzt schon die Glossy Box, das war es jetzt schon. Ja, ich finde, sie war mal wieder mittelmäßig, es war mal wieder nichts Besonderes drin. Ich weiß auch nicht, was sie sich immer denken. Also die sollen sich mal, ich weiß nicht mal, aber wieder was richtig Tolles drin. Also die letzte Glossy Box zum Beispiel war richtig toll, die fand ich wirklich gut. Ja, aber für 15 Euro tue ich mir das wirklich nicht mehr länger an. Ich werde mir, wie gesagt, die nächste wirklich nochmal angucken. Und wenn es immer so weitergeht, gut, schlecht, dann werde ich es mir abbestellen, weil 15 Euro ist mir da einfach zu viel. Da kann ich mir auch wirklich mal was Teureres kaufen, genau. Also das war jetzt mein Glossy Box Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Guckt doch einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Ich habe jetzt eine neue Kamera und werde jetzt weiterhin mit der filmen. Und genau, dann könnt ihr unten auch nochmal auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen, auf den Genie-Link klicken und auf meinem zweiten Kanal natürlich könnt ihr auch vorbeischauen. Da habe ich auch diesen Look hier geschminkt. Das ist nämlich in der 20-Euro-Make-Up-Challenge mit drin. Und ja, dann hoffe ich, hat das Video euch gefallen und dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video.